Willkommen zum Short Review Review und einem Let's View des deutschen Presseheftes von Lara Croft Tomb Raider, der ersten Verfilmung des legendären Videogames mit Angelina Jolie als Lara Croft. Mit dabei ist sogar James Bond-Darsteller Daniel Craig. Der Film wurde 2001 von Regisseur Simon West inszeniert. Seit Jahren schreibe ich Artikel und Reviews für Print- und Online-Magazine. Wie Short Review. Webadresse seht ihr oben links und findet ihr in der Beschreibung. Dafür besuche ich unter anderem Pressevorführungen von Filmen. Pressehefte bekam man dort und sollen dem Journalisten etwas mehr Hintergrundwissen vermitteln. Leider gibt es heutzutage fast nur noch digitale Pressehefte. Über viele Jahre haben sich bei mir zahlreiche toll anzusehende und interessante Hefte angesammelt. Und diese möchte ich euch zeigen. Also genug erklärt und reingeschaut. Ja, gleich hier vorne auf dem schönen Cover des Presseheftes sehen wir das Titelmotiv mit Lara Croft, mit dem Logo. Das ist ja auch schon wirklich ja, Bilderrahmenqualität. Blättern wir mal auf die erste Seite. Ja, komm. Hier seht ihr auch nochmal das Logo mit dem Termin am 29. Juni im Kino. Das ist natürlich jetzt vor zig vielen Jahren gewesen. Links und rechts die Kontaktdaten zur Presseagentur und zum Verleih. Die sind bei mir aber unscharf gemacht aus ja, Datenschutzgründen. So geht es gleich weiter. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt sehr farbig, merke ich jetzt hier auch. Noch von einer Seite zu weit. Da haben wir das. Schön mittig, damit ihr besser sehen könnt. Es ist so ein, ja, kein Schwarz-Weiß-Look, aber auch schon ziemlich ähnlich, so ein bläulicher Look. Damit ist das gehalten. Ihr seht hier vorne Lara, doch vom Titelmotiv. Da haben wir dann die Darsteller-Credits und der Stab, also die Regie von Simon West, Drehbuch, Produktion, Schnitt, Kamera und welche ja, Schauspieler dabei sind, wie zum Beispiel Daniel Craig, der die Rolle von Alex Mars gespielt hat, Angelina Jolie als Lara Croft. Das ist wunderbar aufgelistet. Das ist eben halt, ja, genauso wie eben Kurzinhalt und der Inhalt wichtig für den Journalisten, wenn er den Artikel zum Film schreibt. Leider, ja, sieht nicht jeder den Journalist den Film in der Pressevorführung vorab. Somit hat er hier natürlich eine sehr gute Gelegenheit, ja, den Inhalt, der auch teilweise ein bisschen spoilert und auch Geheimnisse verrät teilweise, also so Wendungen, daraus eben halt einen Artikel zu machen. Ein guter Journalist spoilert natürlich nicht, aber es ist gut zu wissen, ja, dass man, worauf es hinausgeht, damit man einen vernünftigen ja, Inhalt für die Rezension schreiben kann. Ein bisschen, oder was sehr wichtig ist, finde ich persönlich, ist, dass die Rollen auch genannt werden. Denn oftmals sind im Film nur ganz kurz die Namen zu sehen und wenn man natürlich nur die Pressevorführung sieht, hat man nicht alle Namen im Kopf. Und manchmal hilft es natürlich in der Rezension auch ein paar Namen zu nennen. Dadurch ist oder dafür ist dieses Presseheft wunderbar gemacht. Schauen wir gleich weiter. Also wie gesagt, der Inhalt, wenn ihr euch das genau ankönnt, sehen wollt, ich habe es ja so jetzt aufgeschlagen, könnt ihr ja, das Video einfach anhalten und lesen. Ich werde Seite für Seite durchblättern. So, weiter geht es hier gleich mit den Produktionsnotizen. Die Produktionsnotizen sind Informationen über die Entstehung des Films, ist natürlich sehr werbelastig immer das Thema, aber es kommen hier die ganzen Macher teilweise zu Wort, das ist auch ein bisschen wie so ein Interview und diese Informationen sind, finde ich, hochinteressant und wenn man sie in seine Artikel einbaut, das habe ich gerne auf shortreview.de getan, beziehungsweise auch auf meinem Vorgänger Brand.kino oder auch für meine Artikel, die ich für die Nautilus geschrieben habe. Ich finde es immer sehr spaßig und sehr spannend, wenn eben halt die Macher interessante Kommentare, wie was entstanden ist, wie, ja, überhaupt, wie es abgelaufen ist, wie sie ihre Sicht haben. Und das ist eben halt, ja, sind wunderbare Hintergrundinformationen zu dem, ja, zum Entstehen des Films. Ihr seht, einfach gehaltenes Design, ein, ja, Schatten von Lara und das Logo. Ja, und wollen wir gleich mal die nächste Seite uns angucken. Hier gehen die Produktionsnotizen weiter. Allgemein, wo die drehte. Hier wird jetzt unter anderem über die Dreharbeiten in Kambodscha geredet. Da sind ja die Tempelaufnahmen entstanden vom Film. Auch hochinteressant. Wie gesagt, haltet gerne an und lest euch die durch. So, weiter geht es.
So, auch nochmal Produktionsnotizen über die Dreharbeiten in Island. Und rechts daneben ein wunderbares, ja, Artwork, ein Screenshot aus dem Film Lara in Action. So haben wir sie gerne gesehen. Das war echt klasse und kultig. Auch ein wunderbares Motiv. So, nächste Seite. Bilder, auch richtig großartige Bilder. Lara in diesem richtig coolen Outfit. Da hinten die Hubschrauber im Hintergrund. Ja, einfach nur klasse. Einfach nur klasse. Oder auch rechts in Action, wie sie da im Tempel das Action-Rätsel löst. Einfach nur toll. So, weiter geht es. Ihr seht, Seiten sind begrenzt. Pressehefte haben unterschiedliche Umfänge. Da seht ihr auch ein wunderbares, ja, Foto vom Bösewicht und von einem Daniel Craig, der noch nicht so muskulös ist wie jetzt in James Bond. Die Produktionsnotizen gehen in dem Sinne jetzt hier weiter. Über das Produktionsdesign wird gesprochen, das heißt über die ganzen Kulissen und ja, Sets, auch sehr interessant. So, nächste Seite. Da kommt, umblättern. Auch weiter geht das Produktionsdesign und dann fangen schon die Biografien an. Jetzt natürlich als erstes darf natürlich Angelina Jolie nicht fehlen. Das heißt, es wird so ein bisschen über ihren Hintergrund, ihre Biografie halt, geboren, was sie davor gemacht hat, ist immer sehr wichtig, wo sie gerade lebt. Und hier steht zum Beispiel ganz am Ende, sehe ich, Jolie lebt mit ihrem Mann, dem Regisseur und Schauspieler Billy Bobson in Los Angeles. Das ist natürlich lange vor Brad Pitt gewesen. Auch hochinteressant. Und weiter geht es. Und hier seht ihr, das ist dann auch immer ganz praktisch, wenn man nämlich die Schauspieler erwähnt in den Texten. Was haben sie gemacht? Auch hier schöne Auflistung der Filmografie. Das sind meistens natürlich Auswahlen, weil oftmals das viel zu viel ist. Hier haben wir schön aufgelistet ihre Filme. Welche Filme fand ich denn sehr gut? In Cyborg 2 habe ich, glaube ich, den Film gar nicht gesehen, von Michael Schröder. Auch sehr interessant. Hackers, da war ihr erster Auftritt, wo sie richtig gut, ja, wo sie aufgefallen ist. So, welcher Film hat mir denn sehr gut gefallen? Pushington, Turbulenzen und andere Katastrophen, wie er hieß. The Bone Collector, der Knochenjäger mit Denzel Washington. Ein großartiger Film, hat mir sehr gut gefallen. Girls Interrupted, durchgeknallt. Auch sehr, sehr klasse. Gone in 60 Seconds, nur noch 60 Sekunden zusammen mit Nicolas Cage, großartig. Und dann seht ihr die Filme, dann kam schon Tomb Raider. Und in Vorbereitung Life or Something Like It, auch ein sehr groß, toller Film über das Leben. Sie spielt großartig, kann ich euch auch nur empfehlen. Aber dann seht ihr, es ist 2001 eben halt geendet. Ne? 2001, wo der Film entstanden ist, Tomb Raider. Das sind jetzt 20 Jahre. Wahnsinn. So, die Biografien von den weiteren Darstellern sind sehr kurz gehalten. Daniel Craig hat nur einen ganz kleinen Abschnitt. Und was können wir denn da sehen? Wo war er denn bisher interessant? In, ja, Elizabeth neben Kate Blanchett mit Kim Basinger in Ich träumte von Afrika. Ja, das waren so ein bisschen. Und dann heißt es hier, er lebt mit der ehemaligen Viva-Moderatorin Heike Makatsch in London. Ja, mit der war er auch mal zusammen. Inzwischen ist er mit Rachel Weisz verheiratet und hat Kinder. So, es geht weiter. Ebenfalls noch mit weiteren Darstellern. Hier auch nochmal John Voight, der hat ein bisschen mehr Text bekommen. Ist ja auch der echte Vater von Angelina Jolie. Und dann beginnt das auch schon mit den Cast. Also es ist so, die Darsteller bekommen ihre kleine Biografien, damit man Hintergründe auch bekommt oder erfährt. Und dann kommen die Macher. Und die haben natürlich auch einiges vorzuweisen. Das gibt ein, ja, es erzählt einen interessanten Background und das macht einfach Spaß, da auch mehr von zu erfahren. Simon West, auch ein sehr guter Film von ihm, ist eben halt Wehrlos. Tochter des Generals, ich glaube, den hat er danach gemacht. Interessant, auf jeden Fall ist er ja auf. Nee, ist schon gemacht gewesen. Das war sein zweiter Film und Conair hat er davor gedreht. Conair ist auch ein interessanter Actionfilm, typische 80er Jahre, hätte ich fast gesagt. So, es geht nicht viel weiter. Viele Produktions- oder Leute sind nicht dabei, die genannt werden. So, habe ich eine Seite überblättert. Ich will wirklich auf sicher gehen.
Nein, die Produktionsseiten oder über diesen Stab ist sehr gering. Produktion, Kamera und Schnitt, Kostümdesign, Produktionsdesign. Musik zum Beispiel von Alan Silvestri wird gar nicht genannt. Auch der Zurück in die Zukunft Komponist hat ja die Musik gemacht, wird nicht genannt. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Das war der zweite Teil. Graham Revell hat die Musik gemacht im ersten Teil. Wird, wie gesagt, auch nicht genannt. Es ist manchmal sehr gekürzt, aber so ist es. Man hat sich auf die wesentlichen Leute konzentriert. So, das war's. Hier haben wir auch die Rückseite. Auch nochmal die wichtigsten Daten zum Verleih. Auch hier werde ich wieder unscharf machen. Und nochmal das Artwork von Angelina Jolie. Das war das Presseheft zu Lara Croft Tomb Raider mit Angelina Jolie. Die Journalisten haben, oder die dazu, auch noch etwas weiteres bekommen. Ich zeige euch das auch. Und zwar muss man natürlich, wenn man, oder die Journalisten haben es nicht immer bekommen, weil die Redaktion hat es bekommen, weil ja für die Artikel auch Bilder gebraucht werden. Die Bilder hat man dann auf CDs bekommen, Presse-CDs. Ich habe hier die Presse-CD von Tomb Raider. Das sind nicht immer gepresste CDs. Ich habe die gleiche CD auch noch einmal hier von Concord. Das ist die Presse-CD, die damals rausgekommen ist zum DVD-Release. Ja, DVD, Blu-ray gab es da noch nicht. Und ihr könnt sehen, wenn ich das aufmache, auch schon ziemlich alt, die ist wirklich gepresst und hat eben schön das Logo drauf vorne. So kamen die eben halt damals raus. Ich lege es mal hier an die Seite. Und dann, das hier war die Pressedisc zu dem Kinofilm mit einem, ja, ausgedruckten, oder mit einer ausgedruckten Übersicht der Fotos. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und hier könnt ihr sehen, die ist gebrannt. Trotz des Aufdrucks, also die ist auch aufgedruckt, der Titel. Hier könnt ihr sehen, schön gedruckt mit dem Logo. Aber es ist eine gebrannte CD. Also das ist wirklich eine Original-CD. So war es damals, weil es billiger war, als sie zu pressen, teilweise. Beziehungsweise es variierte eben halt. Die wurde so erstellt. Ich lege es mal hier neben. Und dann schauen wir uns mal an. Hier könnt ihr sehen, eine Übersicht der Fotos oder Motive, die benutzt werden konnten für die für den Artikel, wenn ihr so wollt. Es ist sogar aufklappbar. Hier sind natürlich nochmal Informationen auf der Rückseite, wie die CD angewandt wird. Beiden Seiten sind dann schön gedruckt, die Bilder. Ich werde das hier gleich mal hinlegen, damit ich ich werde euch eine Nahaufnahme besser einblenden davon. Auch das Cover ist hier drauf zu sehen und beziehungsweise das Postermotiv. Schöne Artworks von Angelina Jolie. Also ich könnte mir sie jetzt schön zum Foto Shop bringen und dort ausdrucken. Echt großartig. Auch hier wunderbare Motive. Ich werde noch einmal eine Nahaufnahme davon machen und ja, das dann hier jetzt anhängen. Mensch, das war's auch schon. Das lege ich nochmal jetzt hier zu. Schön, toll. Ja, und das war der Review zum Presseheft von Lara Croft Tomb Raider mit Angelina Jolie. Hoffe, der Let's View hat euch gefallen. Freue mich über Likes, ein Abo, doch besonders über einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.